Ja, den Vorspann habe ich auch selbst gemacht. Beginnen wir unseren Ausflug in rechte Terrornetzwerke mit Franco A., einem deutschen Soldaten. Oder beginnen wir mit David B., einem syrischen Flüchtling. Fällt Ihnen was auf? Nein, warten Sie, ich helfe Ihnen. Vergleichen Sie mal die wesentlichen Gesichtsmerkmale. Ja, jetzt sehen Sie es. Es handelt sich um ein und dieselbe Person. Franco A. hat sich in einem deutschen Asylbewerberheim offiziell als syrischer Flüchtling registrieren lassen unter dem Namen David Benjamin. Und halten Sie sich fest, er hat tatsächlich Asyl erhalten. Okay, er hatte auch einen wirklich guten Fluchtgrund. Er kommt aus Offenbach. Sein Plan, als Flüchtling Anschläge auf deutsche Politiker verüben, um den Hass auf Migranten zu schüren. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, warum Sie das thematisieren. Das ist ja, er ist ja geschnappt worden. Das heißt ja, der deutsche Sicherheitsapparat funktioniert. Ja, nicht der deutsche, sondern der Sicherheitsapparat in Österreich. Geschnappt hat ihn nämlich erst die österreichische Polizei, weil er eine Wehrmachtspistole auf dem Behindertenklo am Wiener Flughafen versteckt hatte. Bist du deppert? Ja. Aber in Deutschland war er bis dahin vollkommen unauffällig. Ja, ich habe auch den Eindruck, man muss immer erst in Österreich einmarschieren, bevor die Deutschen merken, dass man wirklich rechts ist. Das ist tatsächlich. Die Experten vom MAD haben jedenfalls überhaupt nichts mitbekommen. Okay, das würde viel erklären, aber ich meine den militärischen Abschirmdienst, MAD. Ja, das Logo haben die übrigens selbst gemacht. Der MAD soll eigentlich heimliche Demokratiefeinde innerhalb der Bundeswehr aufspüren. Gut, bei Franco A. gebe ich zu, konnten sie nichts finden. Der hat seine rechtsextreme Gesinnung ja nicht versteckt, sondern veröffentlicht. An der Uni. Sie werden es nicht glauben, er hat eine rechtsextreme Masterarbeit geschrieben mit dem Titel Politischer Wandel und Subversionsstrategie. Ja, heutzutage wird man ja schnell in die rechte Ecke gesteckt. Franco A. schreibt darin, dass Einwanderung, Zitat, die Ursache des Genozids der heutigen Völker Westeuropas ist und dass daran die Juden schuld seien. Und jetzt? Ich mach Mittag. Die Bundeswehr hat Franco A. daraufhin natürlich sofort fristlos befragt. Und ich muss zugeben, er hatte eine plausible Erklärung für die Arbeit. Überlastung. Ja, er war überlastet. Er hat einfach nicht genügend Zeit gehabt, um sich von den rechtsextremen Zitaten in seiner Arbeit zu distanzieren. So ist das in dieser schnelllebigen Zeit, oder? Man hat kaum noch Zeit. So, die einen finden keine Zeit mehr für Sport, die anderen nicht mehr, um sich von rechtsextremen Zitaten zu distanzieren. Schlimm. Die Bundeswehr hat dann folgerichtig festgestellt, das Werk war gar nicht rechtsextrem, sondern nur eine, Zitat, akademische Schlechtleistung. So ist es immer mit diesen verdammten Deadlines. Ja, hätte Hitler bei Mein Kampf nicht so einen strengen Abgabetermin gehabt, wäre ja auch die Bergpredigt rausgekommen. Ja. Naja, deswegen ist ja die Bundeswehr zu der Einschätzung gekommen, dass bei Franco A. eine rechtsextreme Gesinnung auszuschließen ist. Franco A. hat ein Hakenkreuz in sein G36-Gewehr geritzt. Ja, ich bitte Sie, das könnte ja auch vom Vorgänger sein. Ja, oder von seinem Vorgesetzten. Oder es waren Kinder. Franco A. hatte politische Ziele, im wahrsten Sinne des Wortes. Heiko Maas, Claudia Roth und Annette Kahane von der antirassistischen Amadeo-Stiftung. Er hatte Listen mit ihren Adressen. Ein Gewehr mit Zielfernrohr. Er plante offensichtlich eine Serie von Anschlägen auf Politiker. Ja, vielleicht plante er auch einen Jagdausflug. Sie sehen ja jetzt überall Terror. Und die 1000 Schuss Munition und die 50 Bundeswehr-Sprengkörper waren sicher auch für die Jagd, was man eben so braucht zum Rehe sprengen. Nee, ich weise Sie darauf hin, dass das hier, was war es, Oberlandesgericht Frankfurt, ja, keine Terroranklage zugelassen hat. Ja, wenn man nämlich nur die Patronen gefunden hat und nicht die Gewehre. Ja. Ja, vielleicht handelte es sich bei Franco A. einfach um einen passionierten Patronensammler. Gott sei Dank gibt es ja noch den Bundesgerichtshof an dieser Stelle. Der hat jetzt eine Terroranklage zugelassen. Sie haben nämlich das gefunden, wonach das Frankfurter Gericht monatelang vergeblich gesucht hatte. Es war aber auch echt schwer zu finden, nämlich ein Band von Mein Kampf im Regal.
Die kritische oder die unkritische Edition? Die kritische natürlich. Ich meine die unkritische. Nein, die kritische halt. Die ist ja, ganz sicher scheinen Sie mir da nicht zu sein. Ja. Ja, selbst wenn wir ihn jetzt mal ganz großzügig als Neonazi anerkennen. Oh, danke. Einer macht ja noch keine terroristische Vereinigung. Ja, aber er ist bei der Bundeswehr. Nein, ich meine, nein, das habe ich doch nicht. Nein. Nein, so wollte ich das noch. Nein. Nein, nein, nein. Nein, so, danke, bitte. Nein, so meine ich das nicht. Der MAD sagt, es gibt über 500 rechtsextreme Soldaten innerhalb der Bundeswehr. Ja, das waren ja früher bei der Wehrmacht viel mehr. Die Zahlen zeigen doch dann eindeutig in eine positive Richtung. Maximilian T. ist einer dieser 500, ja? Dieser Mann ist Offizier bei der Bundeswehr, aber es scheint ihn nicht, er ist ja nebenher noch Freund von Franco A. und das scheint ihn auch noch nicht auszulassen. Er arbeitet neben seinem Job bei der Bundeswehr noch im Bundestag. Er ist nämlich tatsächlich Mitarbeiter bei einem Bundestagsabgeordneten namens Jan Nolte von der... Nein, das hatten wir doch gesagt. Keine vollständigen Namen. Okay, nur kurz. Ja, von der AfD. Zufrieden? Okay. Maximilian T. ist also offensichtlich Teil einer rechten Vereinigung. Ja, wir würden jetzt nicht so weit gehen, die AfD als Terrororganisation einzustufen. Die können ja auch gar nicht untertauchen. So Alexander Gauland mit seinem Sakko. Ja, okay, gut. Also Maximilian T., nochmal, Bundestagsmitarbeiter der AfD, plant zusammen mit seinem Kumpel Franco Anschläge auf Politiker. Das ist der erste politische Terrorist mit einem Hausausweis fürs Parlament. Kleiner Einwand, die Ermittlungen gegen ihn wegen Terrorismusverdacht wurden eingestellt. Kleine Frage. Konnte er denn alle Verdachtsmomente ausräumen? Ja, er hat sein Smartphone gelöscht. Die kennen manchmal alle Tricks. Ja, außerdem für eine Anklage gegen eine terroristische Vereinigung braucht man mindestens 3 Beschuldigte. Sie haben ja jetzt nicht mal mehr 2 Verdächtige. Warte, einen hab ich noch. Pass auf, Matthias F., auch in der Gruppe um Franco A., zuständig dafür, die Munition zu bunkern. Student, hat sich öfter mal politisch motiviert gezeigt, indem er so Sachen gesagt hat in Chats, wie dass Hitler sehr hart für die deutsche Ethnie gekämpft hätte. Ja, erstmal muss man sagen, Ethnie, aha, der hat studiert, der sagt nicht Rasse. A la Bonheur. Ja, und dann muss man ja auch mal sagen, laut Gericht war das ja eine private Äußerung, die gar keine Rückschlüsse auf seine wahre Gesinnung zulässt. Aber auf die Gesinnung des Richters? Oder was, ist denn das für, was sind das für Ansprüche? Wenn einer einmal Allahu Akbar ruft, ist er sofort Teil eines islamistischen Terrornetzwerks. Aber wenn ein Terrorist Heil Hitler schreibt, dann hat er gerade viel um die Ohren. Was ist das? Was sind das für Bedenken? Ja, das ist was. Wissen Sie, was mir an Ihrem Netzwerk fehlt? Nein, was? Das Netz. Hören Sie mal, hier ist es doch. Schauen Sie sich das an. Hier, da. Eine Chatgruppe? Ja, was kommt denn als nächstes? Der E-Mail-Verteiler Ihres Kindergartens oder was? Ja. Mit Hilfe dieser Chatgruppen haben sich über 100 Soldaten und Polizisten rechtsextremer Natur vernetzt. In der Mitte dieses Netzwerkes die Spinne André S., Elite-Soldat bei der Bundeswehr. Deckname Hannibal. Ja, das sind doch diese Prepper, die decken sich mit Dosenravioli ein und warten auf den Tag X, bis die Ordnung zusammenbricht. Das ist doch harmlos. Harmlos? Wenn das wirklich nur Prepper wären, warum versorgt Hannibal dann die Mitglieder des Netzwerkes zum Beispiel mit geheimen Bundeswehrinformationen über Flüchtlingsrouten? Sie sehen es dann aber auch immer so negativ. Vielleicht wollen die einfach willkommen heißen. Mit 55.000 Schuss Munition? Salutschüsse. Es war scharfe Munition und schwere Waffen. Die hat man nicht gefunden bei einem Mitglied dieser, einem Leiter sogar dieser Chatgruppen, Marco G. Er ist SEK-Polizist. Und Marco G. ist auch bekanntes AfD-Mitglied. Und interessanterweise hat er mal einen Schießwettbewerb gewonnen. Und wissen Sie, der Pokal war benannt nach dem Opfer eines NSU-Mordes. Ja, Schießwettbewerb. Es war also ein Sportschütze. Jesus Christ, okay. Nehmen wir mal an, das wäre plausibel. Was machen wir jetzt mit den 200 Leichensäcken? Ach ja, das war ja, das weiß ich doch. Hier, die Aussage habe ich doch vorliegen. Ja, das war gedacht als wasserdichte Hülle für Schlafsäcke, weil es billiger ist. Ja.
klar, die Situation kennen wir noch. Kinder, wir fahren ins Zeltlager. Papa hat schon mal die Leichensäcke. Himmel, Herrgott, das ist ein ganz klarer Rechtsterrorist. Nee, fürs Kabarett reicht's, aber nicht für das Gericht in Schwerin. Nee, die haben ihn nur wegen unerlaubten Waffenbesitz verurteilt. Okay, letzter Versuch, okay? Wir haben hier noch HJ, ich nenne ihn HJ, ja, abgekürzt. Und Jan-Hendrik H. So, die beiden, da wird jetzt wenigstens wegen Terrorverdacht ermittelt. Auch um Marco Gero, um dieses Netzwerk. Ne? Ja, aber das sind ja nur zwei. Ja, das ist natürlich so. Die haben Beweise gefunden bei ihnen. Es gibt nämlich anonyme Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker. Ne? Ja, aber das Stichwort ist ja dann anonym. Das BKA hat Beweise gefunden. Bei den beiden hat man nämlich gefunden einen Grundriss, ja, von einer Wohnung. Mhm. Und dieser Grundriss war angefertigt worden von der Polizei, um einen bedrohten Kommunalpolitiker zu schützen. Aber wie kommt denn dann der Grundriss von der Polizei zu diesen Verdächtigen? Gute Frage. Weil der Weg so kurz ist. Weil der Terrorverdächtige ist ja bei der Polizei und bei der AfD. Als Terrorist oder Polizist? Weiß nicht, vielleicht beides. Ne? Bei der AfD ist er zuständig für Sicherheit und privat, da verwaltet er Todeslisten. Todeslisten? Stand das da drüber? Ja, nein, nein, nicht direkt jetzt. Ja, dann sind es ja erstmal nur Listen. Die Personen auf dieser Liste sollten am Tag X, ja, gefangen genommen und liquidiert werden. Das muss doch jetzt mal reichen für eine erfolgreiche Terroranklage. Nee, es sind doch nur zwei. Sie haben ja den weggenommen. Marco G., der gehört doch auch noch dazu. Was mit dem? Nein, der nimmt doch beim Prozess nur als Zeuge teil. Ja, aber warum? Sonst wären es drei. Ja, außerdem wäre es ja auch mal hilfreich, muss ich ganz ehrlich mal sagen, als für die Anerkennung als Terrorist, wenn man mal einen Anschlag vorweisen könnte, einen erfolgreichen. Hören Sie, seit 1970 gab es über 250 Tote durch rechtsextremen Terror. Ja, man könnte ja auch sagen, ja, 250 Tote mit 250 Einzeltätern, mit jeweils einem Toten. Das sind doch keine Terroristen, das sind Einzeltäter. Die Rechtsterroristen sind per Definition Einzeltäter, die scheinbar unverbunden gemeinsam zuschlagen, weil sie sind verbunden durch eine gemeinsame Ideologie. Ja, aber da kann ich ja nichts für, dass sich diese rechtsextremistischen Gewalttäter nicht an unsere Terrorregeln halten. Ja, aber man hat doch für die RAF auch bei uns extra die Terrorregeln geändert. Ja, sicher. Aber wenn man die jetzt noch mal ändern würde, dann würde ja der rechtsextreme Terror sprunghaft ansteigen. Das wären ja dann auf einmal total viele. Das können Sie doch nicht wollen. Hallo Leute, die Anstalt hat was Neues. Was machen Sie da? Ja, Herr Newton, Sie sind ein Physiker aus dem 17. Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen erklären kann, was Sie... Doch, erklären Sie das ruhig, bitte. Okay, das ist unser YouTube-Channel. YouTube. Okay, da kann man Videos schauen, die... Videos? Filme, die... Filme? Also man... Als User klickt man auf... Da klickt man. Man drückt quasi mit einer Maus auf... Also im Prinzip können die User den Channel abonnieren hier und auf weitere Videos hier gehen. Und dann haben sie